meine Lieblingsjahreszeit ist ja schon der Sommer, obwohl ich finde, jede Jahreszeit hat tolle Aspekte und im Winter ist es besonders gemütlich drin. Aber Sommer ist für mich das Größte, weil es einfach schön warm ist. Ich verwende ganz, ganz bunte Farben und fröhliche Farben. Und mir hat schon mal eine Leserin ganz süß geschrieben, bei dir ist ja sogar im Winter Sommer, weil man auch zu Weihnachten bunt und lustig und fröhlich dekorieren kann. Ich lebe mit meiner Familie zusammen mit vielen, also es sind meine Eltern bei uns im Haus, meine Kinder, mein Mann und keiner bremst mich. Ich darf mich in meiner bunten Art austoben, wie ich möchte und meine anderen Familienmitglieder machen das genauso auf ihre Art. Also jeder unterstützt den anderen und eigentlich finden die das alles toll und gut und originell, so wie ich das mache und freuen sich drüber, wenn die Mama dann mal wieder eine Wand umgestrichen hat oder irgendwas im Garten betoniert hat oder eine Kleinigkeit auf den Tisch gestellt hat. Ja, aber sie sind schon sehr abgehärtet und sehen es auch gar nicht unbedingt mehr so, wie es vielleicht jemand Außenstehenden ins Auge springen würde, weil es einfach sehr bunt und viel bei uns zu Hause ist. Ich würde meinen Stil als fröhlich und bunt beschreiben, der gute Laune macht, weil ich selber gute Laune bekomme, wenn ich bunte Muster, egal auf welchen Gegenstand male, egal ob das ein 50 Quadratmeter Betonparkplatz ist oder ein kleines Steinchen. Ich bekomme gute Laune und ich hoffe, die Leute, die meine Sachen anschauen und noch besser nachmachen auch.